So fühlst du dich auch gerade wie wer? Slash. Stemmen mehr Gewichte. Aber das, ich meine ja nicht die im Kreuz. Ich meine ja die hier in der Körpermitte. Die, was ja der einzige Bereich ist auf dem Körper, der durch nichts, also nicht mal Sport und auch nicht durch Essen breiter wird. Also, okay. Aber nicht so schnell. Ne? Nicht zu weit, bitte. Manche bauen kleine Booster dran. Ach so, kleine Booster. Gibt es da so kleine Booster, die das einfach mit sich wegtragen dann? Wer sind immer diese manche? Zebratrons. Ah, okay. Ja, die habe ich aber auch noch nicht erforscht. Kommt hier auch schon wieder von Höxgen auf Stöxgen, ne? Ich will mehr Wissenschaft haben, um mehr erforschen zu können. Deswegen muss ich mehr erforschen, um mehr Wissenschaft zu bekommen. Ein Teufelskreis. So, schön runterhalten das Ding hier. Stopp, dreh dich. Nö, nö, das ist schon zu spät. Damit komme ich, damit kann ich einfach nicht den Transfer machen. Das ist ja viel zu viel Sprit, den ich für den Transfer zum Mond brauche, dass ich das mache. Meinst du die, wie heißt das? Wo steht denn das hier? Kann ich das hier? Ja. Ah, warte. ISP sind 280 von 300. Und wie viel haben wir jetzt bei den anderen Engines? An ISP? Naja, so viel mehr sind die Mains, haben die Mainsail jetzt aber auch nicht. Die hat mehr. Der Skipper hat die beste ISP. Aber der Skipper ist halt ein Skipper. Viel zu schwach, theoretisch. Virginator. Und hi übrigens. High five. Also so viel mehr scheint er nicht zu verschwenden. Also ich sehe jetzt hier ISP von 280 auf 285 oder 280. Das ist das Gleiche. Über den Motor noch einen orangenen Tank. Über den Motor soll ich noch einen orangenen Tank machen. Aber dann habe ich die auch schon wieder viel zu riesig gebaut. Über den Motor noch einen orangenen Tank, unter die vier anderen Tanks noch orange Tanks und so einen Twin-Motor, dann reicht's. Was? So wie ich dich jetzt verstehe, soll ich den dicken, den Jumbo, hier zwischen noch machen, hier unten drunter nochmal vier Jumbos, dann habe ich doch den vollkommen Overkill. Ach, hau mir ab mit Boostern. Ich will gar keine Booster überhaupt hier noch nutzen. Ich will keine Booster. Bitte, nee, Booster will ich doch gar nicht. Ich möchte gar keine Booster. Booster sind doof. Die kann ich nicht einstellen. Nee, 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 nee. Nix Booster hier. Nee, das ist doch. Ich kann doch jetzt nicht fünf Jumbos dranhängen. Was sind das? Was sind das für eine, Nee, hä? Das wäre ja ein bisschen Overkill.
Nee, sonst, das Einzige, was mir sonst noch einfällt, ist die einfach höher ziehen. Brauche ich dieses Booster-Trauma? Wenn ich bei anderen gucke, die nutzen alle keine Booster. Moment, packt euch mal weg. Also bei den großen Channels, die alles immer erklären, die nehmen immer von Anfang an direkt gar keine Booster, sondern immer das. Und ich habe am Anfang auch Booster gehabt und die waren halt, weiß ich nicht, also ich finde die nicht gut. Deswegen, außerdem sollte das ja auch ohne Booster funktionieren. Vielleicht muss das weg hier. So. Muss mal überarbeitet werden. Fangen wir damit mal an. Und dann kommt da ein Main Sail. Genau. Immer auf der Welle. Ja, weil die Welle ist genauso zu tun, wie der Chat das sagt, natürlich gar keine Welle ist. Oder was? Am Ende mache ich so, wie ich es will. Da könnt ihr gar nichts gegen tun. Nee. Erstmal Struktur in die Sache bringen. So. Der Chat hat immer recht. Streamer 2 Jahre. Wirst du aber Bescheid wissen. So. Aerodynamics. Ne, warte mal. Erstmal von groß auf klein. Genau. Dann Aerodynamics. So. Ja. Und dann klatschen wir da einfach. Warte, lass mich doch mal, apropos Overkill. Das ist natürlich gar kein Overkill. Das ist vollkommen legitim. Seems legit. Guck mal. Da sind doch jetzt ein paar mehr Delta V, die ich hier drin habe. Das sind 6000, 7400 Delta V. Das sollte mich ja wohl in die Atmosphäre bekommen. Oder? Alles klar, Kustern. Dann bis später. Ungefähr in die Mitte. Beim letzten Mal war es oben besser, weil die dann nicht in mich reinstürzen, wenn die Kappler weiter oben sind. Haben wir beim letzten Mal gelernt. Habe ich zumindest beim letzten Mal gelernt. Deswegen habe ich die extra weit oben hingesetzt. Wenn ich die in die Mitte setze, dann krachen die immer irgendwie gegeneinander oder so. So, was sagt Center of Mass? Center of Mass ist relativ. Achso, apropos, ich muss erstmal uns noch um die Aerodynamics kümmern. Zum einen. Und zum zweiten. Genau. Besser ist so eine Sache hier. Herr Doktor. So. Alright. Wir haben jetzt, oh, wie viel TWR haben wir? Was braucht denn der jetzt so lange hier im. Ah, okay. TWR haben wir 2,3, das heißt, ich gehe mal auf 2/3. So. Oh! Ich habe allerdings eine Sache vergessen.
die wichtig ist. Und das ganze Ding kann immer ein bisschen weiter runter. Das ist ein bisschen weit, zu weit unten. So. Na, da. Wunderbar. Ach, jetzt habe ich das Staging. Und Stratz. Stratz habe ich auch vergessen. Wie man sieht. Es wobbelt ja gar nicht. Stratz und Staging. Das müssen wir noch machen. Genau. Loslassen. Okay. Das und Stratz, Stratz, Stratz. Machen wir einmal oben. So. Einmal unten oder mittig. Und dann hängen wir die vielleicht noch aneinander. Dann haben wir noch einen Ticken mehr Stabilität. Jo! Alles gut. Wop, wop, wop. Wobbling. So. War noch ein bisschen wobbling am Anfang, aber ist ja normal. 2 Drittel TR, 12 Grad. Mal gucken. Bisschen fixer. Dann gebe ich ein bisschen weniger Throttle. Fuel wird nicht so schnell verbraucht, offensichtlich. Obwohl, wir fliegen ja auch jetzt nicht so schnell, ne? Dann gebe ich doch ein bisschen mehr Throttle. Diese Frage wurde gerade schon beantwortet, Chu. Ich bin kein Fan von Feststoffboostern. Weil ich nicht will. Weil. Keine Ahnung, such dir eine dieser Antworten aus. Okay, das war doch ein bisschen zu viel. Sind wir nämlich doch ein bisschen zu schnell. Gravity Turn. Uah. Uah. Okay. Die halten aber ganz schön lange hier, die Tanks. Okay, ich habe auch ganz schön viele draufgeklatscht, ne? Könnte daran liegen. So, ich glaube, jetzt können wir mal ein bisschen fixer noch hoch. Und stopp. Mist. Das ist jetzt mehr Sprit, als ich vorhin hatte. Auf jeden Fall. Was machst du denn? Kann doch nicht wahr sein. Wir sind doch schon längst nicht mehr in der Atmosphäre drin und er dreht sich trotzdem weiter. Also. Okay. Zum Lenken vielleicht dann doch ein Ticken hier. Ist das Ding schwer? Sehr wenig Kontrolle über das Ding. Aber ich verpeile das auch gerade irgendwie. Muss ich zugeben. Mein Hirn will nicht so, wie ich will. Oh, so. Können wir dann jetzt mal bitte in die richtige Richtung. Hm.
So. Aber gerade noch so hingekriegt. Dann gib Gas. So. Jetzt müssen wir die abwerfen. Perfekt. Das hat gut funktioniert. So, jetzt müssen wir nur noch die Periapsis hochziehen. Ich versuche die Tame to Apoapsis nicht zu hoch kommen zu lassen, so auf eine Minute maximal. Aber es scheint hier relativ gut zu funktionieren. Das hat auch gut funktioniert. Jetzt hier. So. Stopp. Stopp. So. Einmal zur Apoapsis fliegen. Jawohl. Uep. Und stopp. Sehr gut. Perfekt. Das war super. Und jetzt haben wir immer noch genug Fuel in der Rakete, dass wir quasi den Transfer machen können. Das heißt, wo bin ich? Wo ist der Mond? Da ist der Mond. Also es sollte auf jeden Fall reichen. Hier habe ich noch 26 Sekunden. Da gucken wir mal. Die ist natürlich ein bisschen mächtiger als der andere Engine, den ich da jetzt drin habe. Von daher gehen wir mal hier in Manöver rein. Moment. Da komme ich von der falschen Seite an. Oder? Zieh den mal ein bisschen. Ein bisschen weiter. Ja, das ist die falsche Seite. Warum? Ah, okay. So. So ist besser. 238. 26 Sekunden. Das ist perfekt. Ich versuche das nochmal im Ticken. Wir sind irgendwo hier, ne? Das ist hier ist was anderes. Oder sind wir das? Ist ja egal, wir können ja einmal rumfliegen. Was zum Teufel ist jetzt hier schon wieder? Ach so, weil der Erdmanöver. So. Nee. Muss natürlich jetzt wieder später kommen. Warte mal. Ich beschleunige mal ein bisschen, dass wir da weg sind. Weil ich störe mich gerade selbst. So. So. Periapsis 289. Das sind 27 Sekunden. Das kriege ich sogar noch kleiner, wenn ich nicht zu lange brenne. Kleiner, 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 kleiner. Perfekt. Sehr gut. Oh, jetzt ist es wieder größer. Stopp. So, 128, 26 Sekunden gebrannt. Looking good. I think so. Yes, James. And hi, James. High five. Ja. Wie gesagt, Spiele wie solche sind halt Nährboden für viele Klugscheißer. Ne? Ich habe zwar nichts gegen Klugscheißer, ich bin selber einer, aber manchmal... Manchmal verstehen es Leute halt nur sehr, sehr schwierig, dass man es auch selber halt lernen möchte. Und deswegen ignoriere ich euch einfach dann. Seid mir nicht böse, aber wenn ich sage, ich möchte keine Booster nutzen und ihr wisst es aber besser, dann ist es schön, dann nutzt es für euer Spiel. Ich spiele hier aber mein Spiel. Und in meinem Spiel sind Booster nicht so gern gesehen. Von daher. Ja. Denke ich, sollte das... aussagekräftig genug sein. So, dreh dich in die richtige Richtung.
Da könnt ihr noch so sehr gern ragen und traurig sein, genervt sein, was auch immer. Aber jeder spielt sein Spiel, wie er es möchte. Und ich werde es irgendwann lernen oder vielleicht auch nicht. Das werden wir dann sehen. So. 26. So, genau. Perfekt. Sieht gut aus. Jetzt müssen wir in 3 Minuten brennen. Da. Stopp, stopp, so. Und go. Genau. Perfekt. Das klappt doch super. Ohne Booster. Mahaha. So. Stopp. Das kriegen wir jetzt noch ein bisschen näher. Ein bisschen. Perfekt. Wir kommen näher, wir kommen näher, wir kommen näher. Ich meine an sich. So, Punktlandung. Awesome. Wo sind wir? 130. Spitze. Einsame Spitze. So. Ja, dann warten wir jetzt ab, bis wir da sind. Ich denke mal, abwerfen können wir schon. Abbremsen. Wie viel ist hier noch an Sprit? 3,4 Sekunden. Ich glaube, ich würde mehr Monopropellant verbrauchen, um dieses ganze Ding zu drehen, als, ne? Ich meine, wir haben ja immer noch 1,36, im Tank, von daher werfe ich das, glaube ich, jetzt hier schon ab. So. Super. Hat das irgendwas? Naja, 130. So, okay. Und dann Warp hier. Focus View. Da kommen wir. Was zum Teufel ist denn jetzt passiert? Kann mir das jetzt mal jemand erklären? Wie zum Teufel komme ich denn plötzlich hier hin? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Warp? Ja, ich habe gewarpt. Und dann... Wie in den Mond reingewarpt. Ne, ich bin doch hier. Da bin ich. Da ist der Mond. Und hi, Volti. High five. Hä? Plötzlich bin ich ganz woanders. Wenn ich mich in den Mond reingewarpt, dann wäre ich doch... tot. Dann hätte ich einen Disaster-Report bekommen. Aber das ist... So, jetzt warp ich einfach so lange, bis ich wieder in den Mond reinkomme. Ist mir jetzt ganz egal. So, warp hier. So, naja. Immerhin. Hier passen wir unsere Flugbahn an. Das habe ich jetzt echt nicht verstanden. Oh ne,
Muss natürlich abbremsen. Och nö. Jetzt sag mir nicht, dass ich... Jetzt komme ich von der falschen Seite. Ist egal. Wir wollen ja kein Land, wir wollen ja niemanden retten oder so. Falsche Seite ist ja egal. Wir wollen ja nur landen. Von daher. 216. 166. So. 40, 15 Sekunden brennen. Dreh dich in die richtige Richtung. Ich habe 40.000 gewarpt. Ja, aber warum? Ach so. Habe ich aus Versehen... Habe ich? Echt? Hi, Deep Sleeper. High Five. Okay, die Enttäuschung über wie rum ich auf den Mond komme, war eigentlich egal, weil... spielt ja keine Rolle. Dann warpen wir jetzt vorsichtig. Bin ich aus Versehen auf die Taste gekommen, oder wie? Das ist aber seltsam. Na gut, ist auch egal. Haben wir ja nochmal ausgeglichen. Von daher. Mit Boostern wäre das nicht funktioniert. Muffschuh! Halt, setz dich hin und halt deine fiese Schnauze! Was mache ich? Ich fliege auf den Mond zu und versuche zu landen. Das mache ich. Stopp! Noch ein bisschen. So, wo sind wir? 1,16. Das sollte ja wohl reichen zum Landen und wieder zum Wegkommen. Hoffe ich. Ich mache mal hier so ein Alt F5. Wir nennen das Science Trip. 1. Hätte eigentlich schon Science Trip 2 sein müssen, weil ich schon wieder verplant habe, da hinten zu speichern. Aber mein Gott. Wir haben hier sogar noch Missionen, ne? Könnten theoretisch gucken, ob wir hier vielleicht eine der zwei Missionen hier erledigt kriegen. Das war hier unten, wo wir die Gesteinsproben entnehmen sollten. Glaube ich. Das heißt, bei der Periapsis passen wir die Apoapsis nochmal ein bisschen an. Hätte ich gesagt. Falsch. Wir sind ja jetzt hier bei 70, dann machen wir das erstmal kreisrund. So. Alright. Nee, schon so. Schon so. Perfekt. So. Hallo René! Falsch. High Five. Ob ich das schaffe? Das auf jeden Fall. Ist nicht mehr so schwierig, das zu schaffen. Warpe schneller. Ich muss daran denken, dass ich ja jetzt mich andersrum drehe. Ey. Das sollte kein Problem sein, das zu schaffen. So, okay. Okay. 98, da kriegen wir noch ein bisschen mehr ab. Zieht sich jetzt alles ein bisschen kleiner. Okay, es reicht. Das reicht mir. Allerdings habe ich jetzt doch nicht mehr so viel Sprit, als dass es sich, glaube ich, lohnen würde hier. Warte mal.
Wenn ich jetzt an der Apoapsis